Hallo, hier ist Mel am Sonntag, diesmal am Montag. Unser Wochenthema, bekannte oder weniger bekannte Listen aus der Vergangenheit. Ja, das Wochenthema hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet, weil so viele wahnsinnig bekannte Listen gar nicht bekannt sind aus der Vergangenheit. Bei Schwulen ist es ja ein bisschen anders, da gibt es zumindest die Vorzeigefigur Harvey Milk aus San Francisco, der für das Bürgermeisteramt kandidiert hat. War das das Bürgermeisteramt? Ich glaube schon. Mit einem ganz, ganz tollen Film auch über sein Leben mit John Penn. Ich habe mal einen Link unten drunter gestellt zu einem Trailer zu dem Film. Meine Freundin und ich waren letztes Jahr drin und der war sehr, sehr bewegend. Ansonsten finde ich bei Schwulen- und Lesbenfilmen nämlich immer ein bisschen langweilig, dass es meistens nur irgendwie um das Coming-out geht. Und ja, das war so ein richtig schöner historischer Film, der auf Tatsachen basiert hat. Natürlich wahrscheinlich das eine oder andere Gespräch wurde hinzu improvisiert, um die Dramaturgie des Films zu steigern. Aber an sich ein sehr schöner Film. Meine Freundin korrigiert mich gerade völlig zu Recht. Harvey Milk wollte nicht Bürgermeister werden, sondern einfach nur Abgeordneter im Stadtrat für seinen Stadtteil. Nun ja, ich habe also ein wenig gegoogelt, was es für interessante lesbische Figuren aus der Vergangenheit gibt. Und ich bin auf zwei Lesben gekommen, die ich besonders interessant fand. Wobei die eine davon nicht unbedingt lesbisch war, sondern viel eher wahrscheinlich bisexuell, aber auch ein langjähriges Verhältnis mit einer Frau hatte. Und genau mit dieser möchte ich auch beginnen. Das ist nämlich auch historisch die erste Figur, und zwar ist das Königin Christina von Schweden. Christina ist 1626 in Stockholm geboren. Und als sie gerade mal 5 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater in einer Schlacht. Sie wird wohl auf den Willen des Vaters hin wie ein Junge erzogen, lernt reiten und jagen und wird sein Nachfolger, wird mit 18 intronisiert und ist in Europa bekannt gewesen wegen der Förderung der Wissenschaften und der Künste. So hat sie zum Beispiel René Descartes an ihren Hof geholt und hat diesen berühmten Philosophen jeden Morgen um 5 zu sich zitieren lassen, um mit ihm zu sprechen. Es gibt auch ein ganz berühmtes Gemälde, wo die beiden drauf zu sehen sind. Und man sagt sogar, dass er wegen dieser frühen Aufstehens, was überhaupt nicht seinem Rhythmus entsprochen hat, so stark geschwächt gewesen wäre, dass er deswegen relativ früh gestorben ist. Und von Christina heißt es, dass sie eine sehr, sehr lange, jahrzehntelange Liaison hatte mit einer ihrer Hofdamen, Ebba Sparre. Und Ebba Sparre war wohl auch hatte einen Beinamen als La Belle Comtesse, war zwar verlobt und Christina hatte wohl auch Liebschaften mit Männern, aber es gab auch einen regen Briefwechsel zwischen den beiden, in denen Christina ihr ihre ewige Liebe zusichert, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil zu der Zeit ein sehr herzlicher, überspitzter Schreibstil beim Briefeschreiben in Mode war, sodass man jemanden, den man bewundert oder den man gerne mag, häufig bis in den Himmel gelobt hat und aus heutiger Sicht romantisch triefende Briefe geschrieben hat. Fakt ist aber, dass sie nur 10 Jahre nach ihrer Intronisation abgedankt hat, weil sie sich gegen eine Heirat gesperrt hat. Sie wollte aus Prinzip nicht heiraten, was meiner Meinung nach auch etwas für ihre Bisexualität oder vielleicht sogar Polyamorie, das klingt wie eine Krankheit, ich meinte Polyamorie
Oh, das ist ja unaussprechlich. Polyamorie spricht, wenn jemand gegen, also ganz prinzipiell gegen Heirat ist. Und ihr Vetter ist dann schwedischer König geworden. Allerdings ist wohl die enge Bindung, die sie mit ihrer Hofdame hatte, auch zerbrochen, nachdem sie abgedankt hat. Eine weitere Lesbe, die ich heute vorstellen möchte, ist Renée Vivien, die eigentlich US-Amerikanerin war und sich Pauline Mary Tan nannte, bevor sie ihren Künstlernamen angenommen hat. Sie ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren, 1877, und gilt als eine der letzten Vertreterinnen des Symbolismus. Renée Vivien hat aus ihren lesbischen Neigungen nie ein Geheimnis gemacht und war sonst noch bekannt für ihren sehr exzentrischen Kleidungsstil und hatte eine lange Liebschaft mit der wunderschönen Salonbegründerin, also eines literarischen Salons, Natalie Clifford Barney. Und hat auch viele ihrer Werke unter dem Pseudonym Paul Riversdale veröffentlicht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier unten auch ein paar Links zu ihren Gedichten reingestellt. Ich finde es schön, Gedichte zu rezitieren, aber wenn man einen neuen Schriftsteller entdeckt oder einen neuen Dichter oder eine neue Dichterin, finde ich es eigentlich noch schöner, wenn man sich wirklich die Zeit nehmen kann, die man gerne haben möchte und die Sachen einfach selber liest. Ja, ansonsten waren meine Freundin und ich noch bei den Gay Games in Köln, die ja zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden haben und haben da eine neue Bekannte, die wir erst kürzlich kennengelernt haben, nämlich auf diesem Partyboot von Extremities, also dieses Frauen-Partyboot, das über den Main getuckert ist, vorletzte Woche mittlerweile, angefeuert. Was wir allerdings nicht gewusst haben, war, dass sie gar nicht in einem Frauenteam mitgespielt hat, sondern in einem gemischten Team mit nur Männern ansonsten. Wir haben ungefähr 6 Stunden lang schwule Jungs angefeuert und hatten immer trotzdem eine Menge Spaß als weiblicher Cheerleader-Chor. Wir haben aber nicht nur die Australier angefeuert, sondern auch die Wanda Thais, ein Team aus Thailand, was extra zu den Gay Games angereist war. Es war auch ein Ladyboy dabei, der oder die, ich weiß gar nicht, wie Ladyboys eigentlich ihre Geschlechteridentität tatsächlich wahrnehmen, die dann von auch ein Foto gemacht hat und ich habe ihr noch meine E-Mail-Adresse gegeben. Mal schauen, vielleicht gibt es ja ein Foto von uns dreien. Das war's auch schon diese Woche. Wir fahren jetzt bald in den Urlaub nach Südfrankreich, an die Côte d'Azur, nach Cannes, weil ich den Luxus habe, Großeltern zu haben, die da ein Haus haben und werden da unsere restliche Zeit verbringen. Da das aber das Haus meiner Großeltern ist, gibt es da gar kein Internet. Ich habe zwar jetzt einen Internetstick organisiert, der in Frankreich läuft, also wo man sich nicht dumm und dämlich bezahlt, aber ist trotzdem relativ kostspielig und ich kann nicht garantieren, dass ich dort wirklich dazu kommen werde, Videos zu machen. Falls ich nicht dazu kommen werde, wünsche ich euch eine schöne, schöne Zeit, einen schönen Monat. Wir kommen nämlich erst Mitte September wieder zurück aus Frankreich. Ja, und grüße euch ganz lieb, euch alle. Tschüss!